Also mein Name ist Herr Josef. Ich bin noch als Jung geboren. Ein Jahr lang war ich jung. Dann hat mein Vater auf Ungarische gewechselt, gell, majorisieren lassen. In der Zeit bin ich halt Janai und so kennen mich die Leute alle. Bin hier geboren, bin ein in diesem Jahr, als man die Leute von hier vertrieben hat, bin ich geboren. Zweiter hat er vor. Ich sage immer, unser lieber Gott wollte es so haben, dass das meine Heimat sein soll. Und bin durch die Zeit immer da, hat auch mehrmals, wie fast jedermann, die Gelegenheit gehabt, vorzugehen. Mich haben auch viele gerufen. Meine Freundschaft ist ja vertrieben worden. Als ich 2 Tage alt war, waren wir auch eingepackt. Aber da hat man gesehen, das Kind so klein ist, was kann man machen mit ihm? Jetzt bleiben sie da. Ein Jahr haben wir damit gewonnen, weil ein Jahr danach hat man von Felvidék, von Oberungarn, gell, die Felvidéke her vertrieben. Und dann mussten wir durch unser Haus verlassen und so weiter. Aber lange Geschichte und davon könnte ich ganz, ganz viel reden. Also, wir sind da. Groß gewachsen, Schule gegangen, später auch geheiratet. Auch so, dass meine Frau auch eine Schwäbin ist, auch in Bonnhardt geboren. Sie waren eine Handwerkerfamilie und wir waren eine Bauernfamilie. In 68er, 58er Jahren muss man freiwillig in die Kolhose eintreten. Das hat auch mein Vater auch gemacht, zwischen den letzten. Und ich bin aber schon in die Schule gegangen, in die Mittelschule. Und da haben wir dann vieles, vieles gelernt. Für solche Dinge auch, dass man wissen muss, mit wem, was man reden darf. Und wer immer die Wahrheit sagt, das wussten sie schon. Wenn manchmal unsere älteren Leute geredet davon haben, was im Ersten Weltkrieg war, danach und im Zweiten Weltkrieg, wer zurückgekommen ist, wer gefallen ist und so weiter. Und wo sie nach hinaus vertrieben wurden, hinaus auf Zwangsarbeit, das waren die Verschleppter. Interessant, wenn sie davon gesprochen haben, ich bin hingekommen, so schnell waren sie ruhig. Warum? Man hat damals auch schon gewusst, wer sagt die Wahrheit? Der Narr, der Besoffene und das Kind. Und das hat, deshalb, dass die Kinder damit nicht belästigt sind, hat man eben nicht davon gesprochen. In der späteren Zeit hat man mehr gehört, als wir schon aufgewachsen sind. Und als ich das erste Mal in 1960 mit meinem Vater draußen in Deutschland bei der Freundschaft war, dann hat man immer mehr davon gehört und jetzt wird da schon vieles geschrieben. Also so viel von mir. Und deshalb, weil ich einer bin von denen, die auch noch die Sprache redet und der Schwäbisch auch noch kann. Und deshalb hat man das erste Mal in den 90er Jahren mich als Fürsprecher gewählt, dann 4 Jahre danach als vollmächtiger Kandidat im Gemeinderat. Und bin ich hergekommen, wie meine Frau schon gesagt hat, gell, wie wir das alles bisher gebracht haben. Und die 6 Jahre habe ich auch noch vieles gelernt davon, was unsere Ahnen damals alles gemacht haben, wie sie hergekommen sind und so weiter. Einmal hat ein Mann, der aus Gieg vertrieben wurde, hat von mir gehört, kommt einmal, bringt ein Bild. Das kann ich am Ende euch zeichnen. Für Josef Janai war es ein erschütterndes Erlebnis, als einmal als Mitglied einer deutschen Gruppe
ein 92 Jahre alter Mann, das deutsche Haus besuchte und weinend erzählte, dass er der Junge ist, der mit 20 Jahren aus diesem Haus vertrieben wurde.